Mein Name ist Dr. Thomas Kurscheid. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, Sport- und Ernährungsmediziner. Ich habe seit 2003 eine Praxis in Köln. Privat, ich mache sehr gerne Sport, ich koche gerne, aber ich genieße es anschließend auch gerne. Mein Motto: Gesundheit ist Balance. Wenn es um Ernährungsfragen geht, dann sind, denke ich, drei Dinge ganz wichtig. Erstens habe ich Ernährungsmedizin studiert, beschäftige mich also sehr intensiv mit der Ernährung, auch mit meinen Patienten. Zweitens habe ich Gesundheitswissenschaften studiert, gucke also, wie sich Erkrankungen auf die Bevölkerung insgesamt auswirken. Auch hier wieder natürlich der ernährungsmedizinische Aspekt. Und drittens habe ich 10 Jahre Erfahrung in der Behandlung mit meinen Patienten und schaue, dass die möglichst gesund bleiben. Mein Motto ist: Gesundheit ist Balance. Dazu gehören 4 Bereiche für mich. Das ist der körperliche Bereich, der seelische Bereich, der geistige Bereich, aber auch der soziale Bereich, also ob ich Freunde habe. Das Allerwichtigste aber ist der Körper und das ist die Basis. Wenn die krank wird, diese Basis, dann haben wir natürlich am ganzen Leben nicht mehr richtig Spaß und Freude. Schauen Sie mal, selbst der AC Mailand, um optimale Leistung zu erzielen, nehmen doch die Spitzensportler eine ausgewogene Ernährung mit Nahrungsergänzungsmitteln zu sich. Denn wer sich jetzt nicht die Zeit für Gesundheit nimmt, der verpasst einfach die Chance auf Lebensfreude im Alter. Die Leute meinen, sie hätten keine Zeit zum Essen, also greifen sie zum Fastfood. Fastfood heißt, dass ich es zwar schnell bekomme, aber ich muss es ja deswegen nicht schnell essen. Ich kann es trotzdem genießen. Und wenn es schon Fastfood sein muss, dann würde ich vielleicht nicht den Hamburger nehmen, sondern eher einen Hühnchensalat oder Chicken Salad, wie man heute international sagt. Der organische Anbau bei Nahrungsergänzungsmitteln spielt eine ganz wichtige Rolle, denn dann ist es den Bauern nicht erlaubt, künstliche Dünger oder Pestizide zu verwenden. Dementsprechend, wenn sie Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen bzw. kaufen, die organisch angebaut sind, also biologisch, dann nehmen sie natürlich diese Stoffe auch nicht zu sich. Einige wissenschaftliche Studien zeigen tatsächlich, dass organisch angebaute Nahrungsmittel mehr Vitamine und mehr Mineralstoffe enthalten. Die Anbaumethoden von Obst und Gemüse sind natürlich immens wichtig. Ich habe einige Farmen besucht und auch mit den Farmern gesprochen. Es ist nicht so, dass dort natürliche Dünger nur verwendet werden und dass auch Insekten eingesetzt werden, um andere schädliche Insekten zu vertreiben. Und die Qualität der resultierenden Produkte ist natürlich hoch. Dementsprechend ist der Verzehr auch gesund.